Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Gartenaufbauer Maxim und Gärtnerin Danny und wir nehmen euch mit heute in den Garten. Maxim hat es ja gestern schon angekündigt, heute gibt es ein Garten-Update. Die Dings hier, unsere Gräber sind schon, die Beete, ne? Die hab's in sich. Oh, du hast aber Parfüm heute drauf. Ja, ne? Ich habe gerade eine Parfumkampagne gedreht und damit ich den Vibe fühle, muss ich den Duft auch noch machen. Ich hab das Gefühl, ich bin bei Douglas gerade. Ja, gehen wir raus, schauen wir uns um. Wir zeigen euch auch die schönen Pfingstrosen und Rosen. Und die riechen auch toll. Oh, gehen wir nackt raus? Ja. So naturverbunden. Na los. Ja, los geht's. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Wir sind im Garten und schaut mal, wie schön hier einfach der Rasen wächst. Bei unserem Beweg, da kann man sich relativ gut orientieren. Das hat auch alles ganz gut hier geklappt mit den Steinen. Und der Teich ist am Plätschern. Jetzt führen wir euch gleich mal tiefer rein. Aber es ist so eine schöne Fläche geworden. Entschuldigt bitte noch den Schlauch, aber hier ist der Rasen richtig, richtig saftig geworden. Eine kleine Stelle ist noch ein bisschen kahl, das wächst aber im Laufe der Zeit zu. Auf der anderen Seite sieht es nicht ganz so schön aus wie hier. Oh. Tatsache ist hier einfach der Boden sehr, sehr sauer und trocken. Wo, was haben wir ihm getan? Naja, er ist wütend einfach, weil er die Bäume haben wollte. Nein, hier muss einfach noch ein bisschen nachgesät werden und das dauert natürlich auch. Mittlerweile, es hat seit, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr geregnet. Oh. Und es wird Zeit, dass es bald wieder regnet. Aber ja. Ich zeig euch mal das Beet. Ja, aber wartet mal, ich zeig euch noch was anderes. Nämlich hier ist der Teich, den kennt ihr ja schon. Und der ist schon ein bisschen zurückgeschnitten. Man sieht zwar nicht viel, aber es reicht aus. Wir wollten das Biotop natürlich erhalten. Dort seht ihr kleine Libellen, die dort fliegen. Und die Fische sind alle wieder da. Sie verstecken sich nur unter der Brücke. Sie sind Tatsache wirklich alle wieder rausgekommen. Und ihr seht es auch da hinten. Die Seerosen kommen jetzt auch. Die sollten ungefähr in einem Monat blühen. Und dann haben wir hier richtig schöne weiße Seerosen. Das ist krass, wie viele Libellen. Wir haben so ganz viele kleine Babylibellen. Und vor denen habe ich keine Angst. Gut, gehen wir weiter. Kommt mit. Hier sind auch Libellen. Wieso haben wir denn so viele Libellen? Oh, hier sind die Gräber. Hier erstmal, Freunde, müssen wir ganz kurz über meine Tomatenpflanzen reden. Wenn ihr euch vor, ja, ist jetzt vielleicht ein Monat her, da waren wir beim Marktschwärmer und da haben wir Tomatenpflanzen gekauft. Erinnerst du dich? Ja. So, schaut euch bitte mal an, wie groß die geworden sind. Echt, wie groß? Oh, die sind wirklich groß geworden, ne? Ja. Heftig. Hast du die nicht extra gekauft? Die waren so. Oh, krass. Die waren so klein. Vor 4 Wochen sind extrem gewachsen und die ersten Blüten sind auch schon da. Viele hatten auch Tipps geschrieben bei Instagram. Man sollte unten natürlich erstmal ein paar Blätter wegschneiden und die ersten Knospen auch pikieren, dass die Pflanze wirklich Kraft in die Pflanze bringt und erst dann in die Früchte. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Blüten da sein können und die ersten kommen auch schon. Ich muss euch mal aber auch die Rosen zeigen. Wir haben so wunderschöne Rosen. Hier rechts könnt ihr das so ein bisschen sehen. Die sind so toll aufgegangen. Auch alles erst letzte Woche. Also ohne Quatsch, die sind wunderschön. Die hatte ich gar nicht so in Erinnerung, aber... Und es kommen noch mehr. Du siehst ja überall noch diese kleinen Knospen. Also die wird richtig, richtig voll. Das ist schön, die bleibt. Ja. Und jetzt muss ich noch die Pfingstrose schnell zeigen. Ja. Wartet, und dann zeigen wir die Gräber. Schaut mal hier. Die Pfingstrosen, die haben wir extra gelassen und jetzt werden wir dafür belohnt, weil sie blühen. Und, ich muss mich ein bisschen umdrehen, die duften himmlisch. Pfingstrosen sind meine liebsten Blumen, Tatsache. Aber ich habe es noch nie gerochen, dass Pfingstrosen riechen, die man im Laden kauft. Und die riechen himmlisch. Die riechen wirklich sehr, sehr gut, ja. Ich zeige euch aber was anderes. Oh. Und zwar. Was ist das? Olivenbaum. Ach, ist es unseren Bäumen? Ja, einer hat es nicht geschafft. Ich habe ja ein bisschen... Ein Baum hat es nicht geschafft? Nee, hier ein... Ach, ein Trieb hat es nicht geschafft. Ich dachte, der ganze Baum ist eingegangen. Ich habe einen Trieb abgeschnitten und habe den hier in die Erde gesteckt. Ich habe mir nämlich Wurzelfix gekauft. Dann macht man das Ding nass, dann macht man das in den Wurzelfix und dann kommt das hier in die Aber Erde. Die nicht heimlich morgens Wurzelfix in den Kaffee machen? Damit ich größer werde. Ja. Und die haben Tatsache jetzt echt Wurzeln bekommen. Und die möchte ich jetzt großziehen. Jetzt zeige ich euch aber mal kurz das Beet. Ja. Also, ihr habt es gesehen. Ihr erinnert euch, vor 2 Wochen habe ich hier eigentlich 3 Zucchini und 2 Gurkenpflanzen gekauft. Mittlerweile sind es 5 Zucchini-Pflanzen. Die sind richtig, richtig groß geworden. Und auch hier habe ich die letzten Tage immer die Blüten pikiert. Und jetzt kommen aber auch schon die ersten Blüten. Und das heißt, wir sind den ersten Früchten nicht mehr fern. Ja, kurz vor dem ersten Frost. Dann geht es eine Reihe weiter, dort, wo mein Finger gerade hin zeigt. Dort ist
Knoblauch. Und wir mussten den ja neulich umsetzen. Der war letztes Mal, bevor wir die Beete gebaut haben, auf einem anderen Beet. Und als ich die rausgeholt habe, haben die auch schon wirklich so eine Knolle gehabt. Ich habe sie hier wieder eingepflanzt, dass die richtig schön weitermachen können. Und die werden auch toll. Und eine Reihe weiter finden wir Karotten. Ach, verrückt, die zwei Dinger da? Nee, das ist Löwenzahn. Ach so. Diese kleinen grünen. Okay, die sind aber richtig klein. Ja, gut, die brauchen wir. Das waren ja auch noch Samen. Und was ist da hinten? Da gehen wir mal ins andere Beet. Denn hier tut sich auch mal, hier ist Brennnessel. Nee, das ist auch. Wo sind denn meine Erdbeeren? Die sind hier noch nicht drin. Oh. Die Erdbeeren kommen nämlich dahin. Ah ja. Also, wir haben hier auch wieder zwei verschiedene Tomatenpflanzen, beziehungsweise drei sogar. Wir haben einmal die Yellow Submarine. Die wird so eine richtig schöne gelbe, ja, sieht aus wie so eine Birne. Die Black Cherry, da haben wir Chili. Und das Ganze passt auch sehr, sehr gut mit Rosmarin zusammen. An den erinnert ihr euch auch. Und dann geht es weiter. Dort, wo dieses kleine Grüne rauskommt, da sind Kartoffeln drin. Ach, verrückt. Da kommen Kartoffeln hin und weiter geht's da hinten mit Pak Choi. So, wir befinden uns jetzt an der Grenze des Grundstückes. Das ist hier noch ein bisschen waldiger. Ja. Aber hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Hier hat sich was getan. Erstmal, wenn wir auf den Boden schauen, ist jetzt hier alles ein bisschen ordentlicher. Und das Gute ist, dass wir hier Rindenmulch gemacht haben und über uns sind viele Kiefern. Das heißt, die Kienäppel, die hier rauffallen, fallen gar nicht so doll auf. Was ich noch gemacht habe, weil hier ist einfach nur Sand, habe ich diese Bodendecker so ein bisschen Sukkulentenartiges eingepflanzt. Die blühen tatsächlich auch schon. Die brauchen wirklich gar nichts außer, ja, nicht mal Wasser und Sand brauchen die. Dass ihr euch vorstellen könnt, wo wir stehen, hier an der Seite des Grundstückes, quasi wo es dann mit einer Treppe dann noch zum Rand geht, ja, wo der Teich ist. Und hier muss aber noch ein bisschen was gemacht werden. Genau. Aber das sieht doch schon alles sehr, sehr gut aus. So, und das war schon unsere kleine Gartenrunde. Ihr seht es, der Wonnemonat Mai hat vollends zugeschlagen. Der Garten ist erblüht. Und ich habe mir neulich ein Foto angeschaut von dem Garten noch um die Weihnachtszeit rum. Ja. Und wenn man das im Vergleich jetzt sieht, wie schön dieser Frühling und unsere Arbeit diesen Garten einfach belebt hat, ist das wirklich toll. Und er ist ja auch noch nicht fertig. Nee, also im Garten ist, glaube ich, niemals fertig. Aber er ist jetzt schon so, dass wir uns wirklich sehr zufrieden damit geben. Ich persönlich bin ja echt ein Fan von den Rosen. Und ich bin froh, dass wir nicht alles platt gemacht haben. Sondern jetzt haben wir genau die Sachen dagelassen, die uns halt auch Freude machen. Nämlich die Pfingstrosen, die Rosen. Und das ist ja nur die eine Rose. Wir haben ja noch einen kompletten Rosengarten, den wir euch in diesem Video gar nicht gezeigt haben. Der kommt dann, blüht der schon? Nein, noch nicht. Der braucht ein bisschen länger. Das sind nämlich verschiedene Rosenarten. Aber passend dazu eine Frage für euch schlauen Gartenmäuse für die Kommentare. Was können wir mit den Rosen machen? Sie sind jetzt da, sie sind schön, aber irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Und ich würde das gerne so ein bisschen, nicht konservieren, aber was Schönes draus machen. Ich habe schon an Rosenbadesalz gedacht. Ja, Freunde, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt, was wir mit unseren Rosen machen. Wir verabschieden uns jetzt, aber wünschen euch noch schöne restliche Pfingsten. Für alle, die trotzdem arbeiten müssen, fühlt euch herzlich umarmt. Und wir sehen uns wieder, nämlich am Mittwoch zu einem neuen Video. Dann könnten wir eigentlich auch mal den Rosengarten zeigen. Nee, das machen wir am Montag. Ist noch nicht fertig, glaube ich. Montag ist ja auch immer Garten-Update, ja. Also, wir sagen ja tschüss. Tschüss.